Eingehen ins Thema. Wir haben gerade gehört aus seinen Schilderungen, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen, dass Kinder Mutter und Vater brauchen. Warum sind Sie jemand, der mittlerweile mit der vierten Aktion, die Sie gestartet haben, immer wieder versucht, auf die nicht vorhandenen Rechte unehelicher Väter aufmerksam zu machen? Es geht darum, dass wir in Deutschland immer noch Gesetze haben und eine Rechtsprechung haben, die Kinder traumatisiert und Kinder quält. Es gibt einen berühmten Satz von einem großen Kinderpsychologen, der sagt, wer die alleinige Sorge anstrebt, missbraucht sein Kind. Mit verheerenden Folgen für das Kind und für den ausgegrenzten Elternteil. Ich kämpfe natürlich, weil ich selbst betroffen war. Mhm. Was Sie aber nicht mehr sind mittlerweile, oder wie ist Ihre persönliche Situation? Ist die geklärt mittlerweile? Gewinnen kann in diesen Dingen niemand. Verlieren tun immer die Kinder. Mir geht es gut, meiner Tochter geht es gut, meinen beiden Töchtern geht es gut. Ich komme mit der Mutter, der venezianischen Tochter, gut zurecht. Mhm. Aber das hält mich nicht davon ab, die Sache weiter voranzubringen, denn es tut niemand was. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, stellen Sie sich manchmal die Frage, was hat das möglicherweise auch mit Ihnen selber, also mit mir selber zu tun? Will darauf hinaus, Sie sind nicht dafür bekannt, dass Sie sich immer sehr vornehm zurückhalten, sondern gehen sehr provokant nach vorne. Starten Aktionen wie beispielsweise die, dass Sie sich öffentlich und sehr medienwirksam kreuzigen lassen. Eine Aktion, haben wir, glaube ich, ein Foto vorliegen, jetzt dieser Tage gerade passiert, das ist das Foto der Kreuzigung vor dem Bundesjustizministerium, war das eine, das jetzt hier vor dem Reichstag, da haben Sie Puppen verbrannt. Warum muss es immer gleich so laut und so derb sein? Weil es anders nicht geht. In Deutschland muss man mit dem Hammer philosophieren. Wenn Sie einer Frau, die Sie lieben, ein Kind zeugen, das Kind ist gewollt, Sie ziehen das Kind 3 Jahre lang auf, Sie sind beide gleichberechtigte, fürsorgende, liebende Eltern. Und dann kommt es zur Trennung und plötzlich ist man kein Vater mehr. Ja, aber das liegt doch an beiden. Ja. Das Sie liegt doch nicht an der Gesetzgebung, das liegt doch an dem Versagen der Menschheit. Es liegt an dem Versagen der Eltern. Richtig, ganz genau. Es liegt genau. an dem Versagen der Eltern, bei einer haben. Konflikttrennung weiterhin zum Wohl der Kinder zu kooperieren. Richtig, und dann ist einer von dem einen nicht fähig so. Und das kann man nicht der Gesellschaft zulassen. Das ist eben doch. Einfach so. Das ist nämlich ein interessanter Punkt. Es wird so viel über Kinder gebrochen und ich finde das eigentlich schändlich. Also ich gehe mal davon aus, dass man ein bestimmtes Erwachsenenalter hat und auch eine gewisse Reife hat, um Kinder zu zeugen. Dass es andere Momente gibt, weiß ich selber auch. Aber dass 2 erwachsene Menschen, die sehr aus Liebe zusammengegangen sind, aus Liebe Kinder gezeugt haben, mhm. nicht fähig sind, geistig die Größe zu haben, da fangen wir nämlich wieder an, das eine von dem anderen zu trennen. Und das über Kinder ausgetragen wird, finde ich das widerlichste, was es überhaupt gibt. Da reden wir über dasselbe. Machen Sie sich an dem Punkt manchmal Vorwürfe? Also fragen Sie sich manchmal, wäre das wirklich nötig gewesen, so den Lauten zu machen, so nach vorne zu gehen, mit solchen Aktionen, die dann auch teilweise wirklich am Rande auch des guten Geschmacks sind, um auf diese Geschichte aufmerksam zu machen? Oder hätte ich früher ansetzen müssen und hätte vernünftig versuchen müssen, ich habe mit der Mutter meines Kindes das zu regeln? Zahnfleisch gegangen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, denen es noch schlechter ging als mir. Ich habe so viele auch Lichtgestalten kennengelernt, die seit Jahren viel kompetenter sind als ich. Schuften und arbeiten, der Richter Jürgen Rudolph, Mediatoren, Anwälte. Mhm. Große Leute, die versuchen, diesen in den Dreck gefahrenen Karren rauszuholen. Seit 60 Jahren. Natürlich haben wir alles versucht. Ich habe jedenfalls alles versucht. Aber die deutsche Rechtsprechung fördert Umgangsvereitelung und fördert die Ausgrenzung eines Elternteils. Und das kann eben nur besser gemacht werden für die Kinder. Jedes Kind hat ein Menschenrecht auf beide Eltern. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist so. Und wenn diese Menschenrechte von
unseren Kindern seit 50 Jahren mit Füßen getreten werden, was soll man da machen? In Talkshows diskutieren? Nein, da muss man seinen Arsch aus dem Fenster hängen. Und dann habe ich dran gedacht, es kommt bald ein Mensch, Chef einer großen internationalen Organisation nach Deutschland, dessen Mitglieder seit Jahrhunderten Kinder quälen, missbrauchen, foltern, einschüchtern. Und der darf im Bundestag reden. Sie sprechen jetzt nicht über den Papst. Natürlich. Und genau das meine ich, Herr Kelly. Genau das meine ich. Und da habe ich mir gesagt, stopp, wenn stopp, das stopp. Möglich nein, nein, das können wir so nicht stehen lassen. Wenn Sie, das möglich nein, ist, wenn stopp, das, wenn, das können wir so nicht stehen lassen. Ja. Genau das ist das, was ich meine. Sie sind gerne Provokateur, das merkt man auch an so einem Satz wieder. Warum muss das sein? Warum müssen Sie sozusagen mit einem Wischer so über 1 Milliarde Katholiken hinweggehen und denen sagen, pass mal auf, ihr seid hier alle auch Mitglied einer kriminellen Vereinigung, das ist ja dann nichts anderes. Warum muss man das so machen und beschädigt im Grunde und schadet im Grunde seinem eigenen Anliegen? Denn das Anliegen, das Sie vortragen, ist ja ein absolut nachvollziehbares und gutes. Warum muss man das so machen? Warum war das so grob? Weil ich selbst von Schmerz zerfressen bin. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, missbraucht zu werden. Ich habe es erlebt, wenn Kinder missbraucht werden. Ich habe es erlebt... Ja, aber davon muss man sich auch irgendwann mal frei machen. Warum denn? Wenn es weiter vorkommt, man muss versuchen, das zu verhindern. Da kann man doch nicht ewig auf der Suche nach Schuldigen sein. Sie haben eben gesagt, habe ich von Schuldigen gesprochen? Nein, aber das ist immer so. Ich habe nur gesagt, woher meine Motivation kommt. Sie haben eben gesagt, Sie sind selber missbraucht worden. Ich habe selbst mit Missbrauch Erfahrung gemacht. Ja, ich war selbst bei den Jesuiten. Ich bin selbst gezüchtigt worden. Ich bin selbst unsittlich angefasst worden. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht. Sie sind von Jesuiten sexuell missbraucht worden? Ich habe nicht gesagt, sexuell missbraucht. Ich habe gesagt, gezüchtigt worden, ich bin geschlagen worden. Und ich bin, aber physische Gewalt ist auch eine Form von Missbrauch. Ja? Sie haben eben gesagt, angefasst worden. Und ich bin für mich sexuell angefasst worden. Kommt drauf an, ja. Ich bin nicht penetriert worden, ja. Aber es geht hier auch nicht um den Missbrauch nur in der katholischen Kirche. Es geht um den systemimmanenten Missbrauch in den Institutionen. Da kommen wir der Sache schon näher. Da wollte ich ja den Übergang machen. Wenn also ein Chef einer Institution, in der Missbrauch endemisch ist, vom Bundestag reden kann, wollte ich fortsetzen, dann sollten auch die Opfer zu Wort kommen dürfen. Nämlich die Kinder. Die Kinder haben keine Lobby, die haben keine Organisation, die haben keine Partei. Die haben niemand, der in ihrem Namen spricht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Mathieu Carrière, dem wir viel Kraft wünschen für diesen Kampf, der noch nicht ausgestanden ist. Und ich freue mich.